Und das ist kein qualifizierter Journalismus mehr. Das ist purer, hasserfüllter, unreflektierter Journalismus. Und darum sagen wir als AfD und ich persönlich ganz klar, diese ganzen linksdrehenden Journalisten, die teilweise überhaupt gar keine Ausbildung haben, keine Vorbildung, keine berufliche Erfahrung, sollten alle auf die Straße gesetzt werden, wenn die Gelder gestrichen werden und einer vernünftigen beruflichen Tätigkeit zugeführt werden. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Ravensburg. Das ist ja hier eine ganz volle Halle. Und das ist mir eine ganz große Freude, hier vor euch sprechen zu dürfen am heutigen Abend. Ich möchte mich zunächst bedanken bei meinen lieben Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, dem Vorredner Marc Bernhard und Martin Hess. Es war eigentlich vorgesehen, dass Martin Hess jetzt spricht, aber jetzt haben wir getauscht. Martin Hess wird nach mir heute ausnahmsweise sprechen. Und ich möchte mich auch recht herzlich bei dem Kreisverband Ravensburg bedanken für die Organisation des heutigen Abends. Vielen herzlichen Dank, liebe Carmen, Peter Bauer. Ja, und es handelt sich um einen Bürgerdialog der AfD-Bundestagsfraktion. Der Zweck des heutigen Abends ist, dass Sie sich informieren können über die Arbeit im Deutschen Bundestag. Und es ist recht viel, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ich möchte noch mal rekapitulieren. Wir sind seit dem Jahr 2017 im Deutschen Bundestag vertreten. Wir haben auf dem Weg bis heute viele Sachen, viele wichtige Sachen erreicht, wie zum Beispiel die Verhinderung der unsäglichen Impfpflicht. Man muss sich vorstellen, wie wir gewachsen sind. Also wir kommen von 10-12%. Wir sind heute in den Umfragen zwischen 18-20%. Wir waren noch schon mal höher am Anfang des Jahres, bis dann die staatlich geförderte Fake News Veranstaltung von Korrektiv diese Potsdam-Sache dort erfunden hat. Und das ist eben auch, wo wir ganz klar sagen, dass solchen Tarnorganisationen einfach das Geld gestrichen werden müsste. Und wir haben auch den Antrag gestellt, die GEZ-Gebühren endlich zu streichen, dass sie keine Rundfunkgebühren mehr zahlen müssen. Warum das so ist, hat man... Wer das so in den letzten Abenden, ich glaube vorgestern Abend ist das gewesen, ARD eingeschaltet hat, die 100. Also normalerweise sage ich zur deutschen Bundesregierung Laientheatergruppe, Laienschauspielergruppe, aber was uns da bei der ARD vorgeführt wurde mit Laienschauspielern und irgendwelchen SPD-Stadträten von den Linken und von den Grünen, es war schon einigermaßen absurd und Gott sei Dank ist das ja auch immer so. Jedes Urteil ist ein Selbstbekenntnis, warum ich bei solchen Sachen immer recht entspannt bin. Diese Menschen und Organisationen, die so angefüttert sind, leider von ihrem Geld, sind so arrogant und machen Fehler. Und jedes Urteil ist ein Selbstbekenntnis und sagt mehr über die Organisation als das, letztendlich, was sie dort aussagen. Und darum sagen wir ganz klar, wir brauchen deutlich mehr Wettbewerb im Mediensektor, denn wir müssen konstatieren, an den gesamten Fehlentwicklungen der letzten Jahre, der letzten 10, 15 Jahre sind maßgeblich die Medien auch daran beteiligt. Sie tragen eine Verantwortung. Die Medien sind normalerweise die sogenannte vierte Kraft in einer Demokratie.
Und sie haben die Aufgabe, für Transparenz zu sorgen und für eine neutrale Berichterstattung, so dass sich der mündige Bürger, so wie er in der Demokratie vorausgesetzt wird, sich neutral und transparent über die Sachlage informieren kann. Das, was wir aber in Deutschland sehen, ist kein neutraler Journalismus. Ich bezeichne ihn als durchpolitisierten Aktivismus. Und noch viel schlimmer, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nichts anderes als ein Regierungsfunk, wie es die DDR besser nicht konnte. Das kann man auch schon daran erkennen, jeder, der in irgendeiner Form eine kritische Meinung hat. Gehen wir zurück, Euro-Rettungspakete. Der war dann auch ein Ausländerfeind, weil er gegen die Griechenlandhilfen war. So fing das an. Dann gehen wir weiter bei der Corona-Maßnahmenpolitik. Jeder, der kritisch war, wurde abgestempelt als Covidiot, wir erinnern uns noch, als ein Querdenker, als ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist kein qualifizierter Journalismus mehr. Das ist purer, hasserfüllter, unreflektierter Journalismus. Und darum sagen wir als AfD und ich persönlich ganz klar, diese ganzen linksdrehenden Journalisten, die teilweise überhaupt gar keine Ausbildung haben, keine Vorbildung, keine berufliche Erfahrung, sollten alle auf die Straße gesetzt werden, wenn die Gelder gestrichen werden und einer vernünftigen beruflichen Tätigkeit zugeführt werden. Viele Probleme werden damit gelöst. Und zwar, wie sieht denn eigentlich ein Lohnzettel aus? Wie sieht die Einkommensstruktur eines Facharbeiters aus, eines Handwerkers, eines Mittelständlers? Die müssen richtig arbeiten für ihr Geld. Und was bleibt nachher netto übrig? Vielleicht dann gerade mal die Hälfte und vor allen Dingen weniger als ein Bürgergeldempfänger aus der Ukraine. Das ist rechnerisch so. In der Ökonomie spricht man davon, dass das Lohnabstandsgebot eingehalten werden muss. Das ist der Lohnabstand von einer Tätigkeit und von einem Transfergeld, wenn man nicht arbeitet, also das sogenannte Bürgergeld. Und es kann nicht sein, dass man die Anreize so setzt, dass ein Bürgergeldempfänger netto besser rauskommt als ein Facharbeiter. Es ist aber in Deutschland so. Und auch damit machen wir Schluss, liebe Freunde. Aber nochmal zurück zu den Journalisten. Was würde alles passieren, wenn sie mal vernünftig arbeiten würden? Sie würden entdecken, wie es ist, in bodenständigen, wertschöpfenden Berufen zu stehen. Für mich ist dieser Aktivismus, der hier betrieben wird von nicht gebildeten Leuten, beinhaltet keine Wertschöpfung, sondern nur eine Alimentierung von irgendwelchen grünen Gesinnungsideologen, die sonst auch nichts gelernt haben, außer vielleicht ein Kinderbuchautor zu sein oder 360-Grad-Wänden hier irgendwie zu forcieren. Es könnte so lustig sein, es könnte extrem witzig sein, sich über die Grünen lustig zu machen, wenn es nicht so tragisch wäre. Die Grünen sind hier Regierungspartei in Baden-Württemberg und man lässt sie einfach machen. Man lässt sie machen, wie sie den Mittelstand kaputt machen, wie sie die Industrie kaputt machen, wie sie Deutschland deindustrialisieren, wie sie funktionierende Kernkraftwerke in Baden-Württemberg abgeschaltet haben, wie zum Beispiel Philippsburg, ein hochmodernes Werk. Man lässt sie an unsere Kinder ran, und zwar durch ein komplett verbohrtes Bildungswesen, wo überhaupt gar keine Bildung mehr für unsere Kinder und Jugendlichen rauskommt, sondern nur noch Gender, Selbstbestimmung, irgendwie ein dummes Zeug, unsere Kinder ihrer Zukunft beraubt werden. Und das ist alles Ausfluss der grünen Politik. Schauen wir uns in Baden-Württemberg die Automobilindustrie an. Was passiert denn eigentlich damit? Die Grünen machen die Automobilindustrie kaputt und nicht nur die Grünen, die Ampel gleich mit.
Und wer hat damit angefangen? Das darf auch nie vergessen werden. Es war die CDU unter der ersten grünen Kanzlerin Angela Merkel, die dieses Land hatte. Und auch hier nochmal zurück in der Geschichte. Marc, du hast es hoffentlich heute Abend beschrieben. Du bist da ja auch Experte, du bist da auch im entsprechenden Ausschuss. War die AfD-Fraktion die einzige Fraktion, die dagegen im Deutschen Bundestag Beschwerde eingelegt hat, und zwar gegen das Verbrennerverbot? Es waren alle dafür, auch die CDU, die heute das Verbrennerverbot als Wahlkampfthema entdeckt hat. Aber das ist alles überhaupt gar nicht ehrlich und aufrichtig, weil die anderen Parteien und Fraktionen diese Fehlentwicklung alle durchgewunken haben. Und die einzige Fraktion, die einzige Partei, die dem auch noch überhaupt in die Speichen greifen kann, ist die AfD. Wir sind für die Aufhebung, für ein Verbot des Verbrennerverbotes. Wir sind für den Verbrennermotoren. Lasst uns wieder gute deutsche Motoren bauen. Benziner, Diesel. Ich will meinen Diesel fahren. Ihr wollt euren Diesel auch fahren. Ich will den Benziner fahren. Ich will diese zuverlässigen Autos weiterfahren. Die deutsche Automobilindustrie hat die besten Motoren gebaut. Und was man hier gemacht hat, politisch hat man wie Heckenschützen versucht, die deutsche Automobilindustrie kaputt zu machen, indem man den Wettbewerbsvorteil genommen hat, nämlich den Verbrennermotor. Nämlich den können wir richtig bauen. Und darum sagen wir als AfD, wir brauchen den Verbrennermotor. Wir brauchen deutsche Ingenieurskunst in Deutschland. Da soll sie bleiben. Und weg mit diesen öko-europäischen Vorgaben, die im Übrigen, liebe Freunde, von Ursula von der Leyen, von der CDU, aus der Kommission kommen. Und damit bricht das gesamte Lügengebäude nicht nur der Ampel, sondern auch der CDU in sich zusammen. Wir sind die wahren Patrioten, wir sind die wahren Freunde der deutschen Industrie am Standort Deutschland. Was würde so ein auf die Straße gesetzter Journalist noch lernen, wenn er beispielsweise bei einem Mittelständler anfangen würde? Zum Beispiel bei ZF. ZF baut ja bis zu 13.000 Stellen ab, aber da kann man sich einfach anschauen, was da schiefgelaufen ist. Sie glauben ja wohl nicht im Ernst, dass eine Grünabgeordnete, die hier Ravensburg vertritt, ich glaube, es ist Frau Agnetia Brugger, man muss der nur mal zuhören. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass diese Frau die Interessen von ZF in Berlin vertritt. Das ist mitnichten der Fall. Die Grünen sind die Totengräber der Bundesrepublik Deutschland. Und alle machen mit. Und das könnte ein ordentlich arbeitender Journalist nämlich entdecken, bei einem Mittelständler. Er würde dort zur Arbeit gehen und würde entdecken, wenn das überhaupt versteht, dann müsste der vielleicht noch ein paar Abendkurse machen, Mensch, an Kostenrechnung, Betriebswirtschaftslehre und solche Sachen. Wie setzt sich eine Kostenrechnung eines Mittelständlers, einer Firma zusammen? Dann kommen irgendwann die Energiekosten ins Spiel. So, und da würde man spätestens feststellen, was dort alles ins Werk gesetzt wurde von der CDU und von den Grünen. Und zwar, dass Deutschland weltweit nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wir werden weltweit aus dem Markt konkurrenziert, weil wir die höchsten Energie- und Abgabenpreise haben. Darum geht es doch letztendlich. Warum? Weil die Totengräber der Bundesrepublik vorausgegangen mit der CDU-Grünkanzlerin Angela Merkel unsere Kernkraft abgestellt haben, unsere Kohlekraft abgestellt haben und sich auch noch jüngst unter der Ampel die wichtigste Energieinfrastrukturader von der Nase haben wegsprengen lassen, Nord Stream 2. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst,
dass das unter einer AfD-Regierung passieren würde. Wir drehen das Rad nicht zurück, sondern nach vorne. Wir brauchen wieder moderne Kernkraftwerke. Die Forschung und Entwicklung gibt es in Deutschland. Zurück zu modernen Kohlekraftwerken. Und stellen wir das planwirtschaftliche EEG auf Null. Mit der AfD schaffen wir das EEG ab. Denn das EEG ist nichts weiter als Planwirtschaft. Es ist eine staatlich garantierte Abnahmevergütung, die Sie bezahlen. Und darum ist das auch alles aus den Fugen gegangen, davon mal ganz abgesehen, dass das alles physikalisch gar nicht funktionieren kann. Dieser Wahnsinn, den wir uns in Deutschland leisten, funktioniert für ein Industrieland nicht. Und da muss man auch nicht besonders intelligent sein. Dass ein Industrieland wie Deutschland nicht mit Wind und Sonne betrieben werden kann, das ist ein Traum eines Kinderbuchautors, der noch nicht mal weiß, wann ein Unternehmen insolvent ist. Das muss er sich mal vorstellen. Das ist ein Vizekanzler, Wirtschaftsminister, der so etwas von sich gibt. Ja, wenn ein Unternehmen aufhört zu produzieren, dann heißt das ja noch lange nichts. Nicht wahr? Das ist alles möglich. Also unwidersprochen. Also auch die, ich glaube, das war damals die Maischberger, die hatte auch erstmal so, was hat er gerade gesagt? Hat er auch ganz, ganz ungläubig erstmal, oh, soll ich da jetzt nachhaken oder kriege ich nachher irgendwie den Kopf ab vom Intendanten? Kriege ich meine Show gestrichen, nur weil ich dem Vizekanzler da widersprochen habe? Oder wie konnte so jemand wie Frau Baerbock, Annalena Baerbock, Annalena Baerbock mit ihren Englischkompetenzen, ich erinnere mich daran, Südafrika, Bacon of Hope, Speck der Hoffnung, alles passiert, 360-Grad-Wende, nein, ich drifte nicht ab, nein, nein, das ist wie Frau Baerbock unwidersprochen zweimal anstatt Kobalt Kobolde sagen konnte. Das geht nur in diesem deutschen Qualitätsfernsehen, nicht wahr? So, aber nochmal so zurück zu den Journalisten, die irgendwann mal, wenn wir die GEZ-Gebühren gestrichen haben, in einem vernünftigen Job arbeiten, wo sie einfach da mal lernen, wie das alles so funktioniert. Also neben den gestiegenen Energiekosten, neben den viel zu hohen Steuern und Abgaben, würden sie einen dritten Punkt lernen. Und zwar, dass der Mittelstand und die Mittelschicht und die Unternehmen in Deutschland unter einer überbordenden Bürokratie zu leiden haben. Und das ist auch ein Riesenthema. Es sind nicht nur die Energiekosten, es ist die Bürokratie. Wenn Sie hier irgendwo eine Pizzeria eröffnen wollen, dann müssen Sie erstmal so ein Gelage an Papierwerk ausfüllen. Ich habe letztens gelernt bei den Obstbauern im Bodenseekreis, im Nachbarkreis, dass die, wenn die irgendwelche Saisonarbeiter anstellen wollen, irgendwie bergeweise Papier ausfüllen müssen, bevor die überhaupt starten können. Das muss man sich mal vorstellen. Darum sagen wir ganz klar, weg mit der Bürokratie, machen wir es den Unternehmern einfacher, sodass wieder vernünftig gewirtschaftet werden kann. Das ist unser Rezept. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Das ist Ländersache, ist aber auch ein wichtiger Punkt in der parlamentarischen Arbeit. Ich habe es eben schon leicht angerissen, weil mein lieber Kollege Martin Hess gleich komplett über die Komplexität der Migrationsproblematik sprechen wird und auch die Erosion der inneren Sicherheit. Darum spare ich das Thema heute Abend auf und überlasse das dem Experten heute Abend. Aber wir haben ein enormes Problem im Bildungswesen. Und das haben wir nicht nur in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg sieht man den Verfall deshalb so rasant, weil Baden-Württemberg neben Bayern mal führend gewesen ist. Und Baden-Württemberg ist auch neben Bayern rasant in PISA-Studien abgestürzt.
Und das liegt unter anderem auch daran, dass die Kinder und Jugendlichen einfach nichts mehr lernen. Das fängt an, dass in die Deutschnote, die Grünen erfunden haben, dass Rechtschreibfehler nicht mehr einfließen sollen. Ich frage mich, also wenn Rechtschreibfehler in die Deutschnote nicht reinfließen sollen, was dann? Was soll noch entscheidend sein für eine Deutschnote, wenn man nicht richtig schreiben oder sprechen kann oder nicht richtig lesen kann? Das Ganze geht weiter mit den Mathekompetenzen. Dann später an den Universitäten. Wo lernt man eigentlich noch vernünftiges Ingenieurswesen? Ich habe auf einer Delegationsreise in China gelernt, dass die Chinesen Deutschland komplett abgeschrieben haben. Chinesische Ingenieure gehen nicht mehr nach Deutschland. Das haben sie vor 20 Jahren noch gemacht. Und das fängt da an mit den Kernwissenschaften. So, also alles um Kernkraftwerktechnik wurde auch an den Universitäten, an den Lehrstühlen abgeschafft. Und da sehen wir, dass mit diesem Technologieverbot auch das Wissen, das Know-how geht. Und da fängt das Problem an. Was die wenigsten verstehen, ist, dass wenn man einmal anfängt, politisch an so einer Schraube zu drehen, dass man diese Schraube nicht einfach mehr zurückdrehen kann, weil das Humankapital, die gut ausgebildeten Leute, dahin wandern, wo diese Technologie im Angebot ist. Und das zieht sich durch sämtliche Bereiche in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht nur in der Energietechnik, es ist nicht nur in der Autotechnik, es ist in der Ingenieurstechnik, es ist überall, es zieht sich so durch. Und darum ist unser Anliegen so dringend als AfD, dass wir dort in die Speichen greifen, um dieser Entwicklung, dieser schädlichen Entwicklung für unser Land, dass wir der Einhalt gebieten, weil ansonsten unser Land keine Chance mehr hat. Und das sage ich Ihnen hier, wie ich hier heute stehe, dass es wirklich 5 oder 2 Minuten vor 12 ist und das Zeitfenster sich sehr schnell schließt. Warum wir den Anspruch haben, so schnell wie möglich als Alternative für Deutschland Regierungsverantwortung zu übernehmen, damit wir diese Entwicklung aufhalten können. Und ich garantiere Ihnen, unsere Reformen sind mannigfaltig. Wir wollen günstigere Abgaben und Steuern für Sie haben. Sie müssen von Ihrer Hände Arbeit, müssen Sie leben können. Das ist unser Anliegen. Wir wollen selbstbewusste Menschen haben, selbstbewusste Bürger. Ein selbstbewusstes Bürgertum schafft man, indem es Geld verdient, indem es befähigt wird, zu sparen, also Vermögensbildung zu tätigen und sehr gut ausgebildet ist. Das verschafft ein unabhängiges Bürgertum. Das ist das, was wir für Sie wollen. Wir wollen, dass Sie durch direktdemokratische Elemente, durch Volksentscheide nach Schweizer Vorbild endlich mitentscheiden können, dass Sie gefragt werden. Wir wollen, dass unserem Rechtsstaat und unserer Demokratie wieder zur Geltung verholfen wird, indem gleiches Recht für alle gilt und nicht Sonderrechte und Privilegien für eine bestimmte Gruppe geschaffen wird und für andere eben nicht. Das muss aufhören. Gleiches Recht muss für alle gelten. Das beinhaltet vor allem die Recht- und Regeldurchsetzung an unseren Grenzen. Dazu wird der Kollege Hess gleich etwas sagen. Wir wollen gesicherte Grenzen haben. Wir wollen sichere Grenzen für ein sicheres Deutschland, damit Sie in Sicherheit leben können. Und wir wollen, dass diejenigen ausländischen Staatsbürger, die illegal zu uns gekommen sind, Straftäter, Extremisten, dass diese Menschen sofort wieder abgeschoben werden, weil sie sich illegal hier aufhalten.
Warum? Selbst sehr gut integrierte ausländische Staatsbürger, die hier Kinder großziehen, die hier zur Arbeit gehen, selbst diejenigen, die fühlen sich bedroht. Und wissen Sie, was die wählen? Die wählen mittlerweile die AfD, weil sie sagen, das muss aufhören. Darum, liebe Freunde, lasst es uns verändern. Und jetzt muss ich doch noch was zu Brandenburg sagen. Unsere lieben Kollegen in Brandenburg sind stärkste Kraft. Am Sonntag wird dort gewählt. Und ich garantiere euch, das, was die im Osten können, mit 30% plus, das können wir im Westen auch. Wir sind zweitstärkste Kraft. Wir sind zweitstärkste Kraft und wir tun unser Bestes, nächstes Jahr zu den Bundestagswahlen stärkste Kraft zu werden. Oder vielleicht etwas näher an die CDU ranzukommen, das ist unser Anliegen, weil wir Politik für Sie machen wollen. Und das ist unser Ziel, das ist unser Treiber, lasst es uns gemeinsam anpacken. Und dementsprechend hat es mich sehr gefreut, hier heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen herzlichen Dank. Und damit wollte ich eigentlich an den sympathischen Kollegen Hess übergeben, aber jetzt steht da noch Marc Bernhard. Du wolltest mich ablösen? Ja, das kannst du gerne machen. Dann machen wir das so. Liebe Freunde, ich werde mich jetzt schon verabschieden und ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Abend. Und jetzt noch den Vortrag mit unserem Experten, dem Polizisten-Hauptkommissar Martin Hess. Unsere Stimme, Ihre Stimme im Deutschen Bundestag. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Danke. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.